Reste von einer neuen Frisur. Wie wär's mit einem Pferdeschwanz? Sie versteht, was du sagst. Kyla kann hören, verstehen und sogar antworten. Und genau das ist das Problem. Die Bundesnetzagentur hat vor wenigen Tagen Eltern empfohlen, ihren Kindern diese Puppe wegzunehmen und zu zerstören. Denn sie ist eine Spionagepuppe. Die Puppe Kyla ist geeignet, die Privatsphäre in den Kinderzimmern zu verletzen. Die Puppe enthält ein Mikrofon und Datenübertragungseinrichtungen, mit denen private Gespräche aus dem Kinderzimmer von außen belauscht werden können. Bis jetzt war die Puppe ein voller Erfolg für den Hersteller, der auch in Nauheim bei Groß-Gerau sitzt. Über 1 Million Exemplare wurden weltweit bislang verkauft, inklusive Mikrofon, Lautsprecher und Internetverbindung. Theoretisch könnten Hacker die Spielzeugpuppe sogar zum Abhören nutzen oder um bestimmte Werbebotschaften unterzubringen. Es läuft ja so, dass das Kind der Puppe Fragen stellt und die Puppe diese Fragen beantwortet. Und da bestehen eben durchaus Möglichkeiten, dass die Beantwortung der Fragen interessengeleitet erfolgt. Eine Spielzeugpuppe als Werbemaschine oder sogar als Spionageinstrument. James Bond lässt grüßen. Fast unglaublich, was heute alles möglich ist. Herr Schreiber, welche weiteren Geräte spionieren mich aus? Ja, zunächst mal alle Geräte, die ich zu Hause habe und die irgendwie mit dem Internet verbunden sind. Bei mir zum Beispiel ist es meine Personenwaage, die funkt in der Tat ins Internet, sodass ich auf meiner Handy-App mein Körpergewicht ablesen kann. Zum anderen aber auch Smart-TVs, die unter anderem wissen, was in meinem Raum gesprochen wird und auch wissen, was ich anschaue. Dann Gebäudesteuerung, die wissen, wann ich nach Hause komme, ob jemand im Gebäude drin ist und so weiter. Und gibt es keine Chance, das abzustellen? Ja, wissen Sie, natürlich kann ich die Geräte allesamt ausschalten, aber das will der Anwender ja. Der will ja hinterher in der Lage sein, sein Gebäude von außen zu steuern. Der hat die Möglichkeit, vielleicht, wenn er nach Hause kommt, seine Sauna vorher einzuschalten und. Würden Sie dann sagen, im Umkehrschluss, das müsste man in Kauf nehmen, wenn wir das alles wollen? Ich muss abwägen. Ich muss einfach abwägen, gefällt es mir, wenn ich da jetzt einen digitalen Assistenten habe, der in meinem Auftrag gewissermaßen auf Zuruf mir irgendwelche Ware bestellt oder ähnliches, oder ob ich das eben lieber alleine machen möchte. Also vollkommene Sicherheit gibt es nicht. Das ist richtig. Wir müssen abwägen, die richtige Entscheidung treffen und die kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Haben Sie ein Fitnessarmband? Ich habe kein Fitnessarmband. Ich habe jetzt gerade eine Apple Watch an, hatte davor ein Garmin-Fitnessgerät und die sind beide klasse.